Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich begrüße ich Sie zu unserem heutigen Medienkommentar zu einem Thema, das immer mehr Menschen betrifft. In Europa leiden mehr als 6 Millionen Menschen im Alter von über 65 Jahren an Alzheimer. Diese erschreckende Zahl gaben am vergangenen Donnerstag mehrere große Tageszeitungen, wie zum Beispiel der Schweizer Blick, die Welt oder auch die Thüringer Allgemeine bekannt. Sie stützen sich dabei auf eine Mitteilung des Europäischen Alzheimer-Kooperationsprojektes EuCOV, das den Umgang mit Alzheimer in 19 Ländern der Europäischen Union überprüft. EuCOV befürchtet sogar, dass sich die Zahl der Erkrankten bis zum Jahr 2040 auf über 10 Millionen erhöhen könnte. Alzheimer ist die häufigste Form von Demenz. Über die Hälfte aller Demenzkranken sind von Alzheimer betroffen. Die Erkrankung führt zum Verlust von geistigen Fähigkeiten wie Denken, Sprache und Orientierung. Eine Therapie gibt es bisher nicht. Das Charakteristische dieser Krankheit ist, dass das Gehirn der Alzheimer-Kranken typische Eiweißablagerungen aufweist. In den verschiedenen Artikeln der Mainstream-Medien wurde darauf verwiesen, dass die Ursache für dieses Phänomen unbekannt sei. Diese Behauptung ist jedoch sehr fragwürdig, denn wissenschaftliche Untersuchungen haben längst fundierte Ergebnisse ans Licht gebracht. Unser Gehirn wird nämlich durch eine Membran der sogenannten Bluthirnschranke geschützt, so dass verhindert wird, dass Eiweißablagerungen im Gehirn entstehen können. Wie kann diese Bluthirnschranke nun durchbrochen werden? Der schwedische Wissenschaftler Professor Dr. Matt Life-Salford hat bereits im Jahre 2003 in insgesamt über 1000 Versuchen mit Ratten nachgewiesen, dass elektromagnetische Strahlung, wie sie beispielsweise von Mobilfunkantennen bzw. auch schnurlosen Telefonen ausgeht, die Bluthirnschranke öffnet. Eindrucksvoll konnte er dies durch Aufnahmen mit Rattenhirn belegen. Die Ergebnisse von Professor Salford wurden in weiteren Studien bestätigt. Die Beweissicherheit liegt bei über 99%. Professor Salford sagt: Diese Befunde sind gut auf den Menschen übertragbar. Sie haben die gleiche Bluthirnschranke und die gleichen Neuronen. Es gibt gute Gründe dafür, dass das, was im Rattenhirn passiert, auch im menschlichen Hirn passiert. Wenn wir nun die Ergebnisse dieser Studien auf das menschliche Gehirn übertragen können, so könnte dies den dramatischen Anstieg der Alzheimer-Erkrankungen erklären. Denn wir müssen feststellen, durch den immer weiter fortschreitenden Ausbau der Mobilfunknetze hat die Belastung der Bevölkerung mit hochfrequenter Strahlung drastisch zugenommen. Kann es daher noch einen Zweifel daran geben, dass der Anstieg der Alzheimer-Erkrankungen auf über 6 Millionen in Europa die wissenschaftlichen Untersuchungen von Professor Salford auch in der Praxis bestätigt? Müssen wir vor dem Hintergrund dieser alarmierenden Zahlen den Umgang mit dieser gefährlichen Mobilfunktechnologie nicht völlig neu überdenken? Müssen deshalb nicht unverzüglich Maßnahmen durch die Politik ergriffen werden, um allen Bürgern das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit aufrechtzuerhalten? Mit diesen Fragen verabschiede ich mich für heute von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen guten Abend. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.